Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Catchy Days of the Bay. Ich mache mich wieder auf den Weg zu meinem absoluten Lieblingsort, wo ich immer wieder gerne hingehe, weil ich da immer wieder hingehen muss. Weil ich da volle Möhre immer runterfall. So, jetzt machen wir ganz schnell. Ich meine langsam. Vor allem da, wo ich da... Guck mal da unten hin, das sieht irgendwie nicht so aus, wie da, wo ich lande eigentlich. So, ich weiß... überhaupt nicht, wie ich jetzt mal da runtergefallen bin. Mann, auf damit. Okay, das Spiel ist echt nicht zum so ein Quatsch hier irgendwie ausgelegt. Boah, lass mich weg hier. Boah, die Viecher, die machen mir voll Angst, wenn die so wie blöd die ganze Zeit da rumspringen. Also voll ach nur wie nennt man da jetzt habe ich voll entzogen, ja, Arachnophobie, ne, das sieht voll Arachnophobie aus, was weiß ich, boah, ich kann da gar nicht sprechen, ne? Das ist voll Zungenbrecher für mich, Mann. Boah, ist das ein Dreck. Gut, mal dann habe ich schon wieder einen Zungendreher, boah, ich habe mich immer noch nicht erholt. Versuchen wir noch mal. Man wird das Spiel endlich erfahren oder verstehen, dass das nicht für so Jump and Run Sachen geeignet ist. Das geht einfach nicht bei dem Spiel. Das ist nicht. Du kannst keine Präzisionssprünge machen. Du springst immer voll hoch. Ja, genau, das meine ich. Hilfe! Es ist nicht so, als würde ich irgendwie hier kurze Zeit irgendwie den Knopf drücken oder so. Ich tue immer so hoch springen. Ich drücke noch einmal ganz kurz, bams, spring so hoch. Das geht nicht bei dem Spiel, Mann. Das kannst du nicht machen. So, letzter Raum hoffentlich. Hi. Na. Au! Son of a B. Ah! Ah! Combo, genau. Na, warte, jetzt kriegt er aufs Maul. Bams, weg mit euren Schilden. Boah, bäh. Bams, mit weg mit eurer Rüstung. Okay, da. Okay, da komme ich jetzt hoch, ne? Ihr Pisser. Verpiss dich. Das gegen so viele Gegner. Dann noch diese Cut-Bogenschützen, natürlich. Pff. Das ist natürlich wieder nicht so. Eine passende Kombi. Ich kann auch wie blöd zu hauen. Hier. Aua. Ma. Damn. Au. Oh, du hast voll. Okay, cool. Komm her. Mach sie platt. Duff, duff, duff. Sehr schön. Also gegen ganz viele Gegner zu kämpfen, ist nicht so schlimm. Aber dann ist er im Hintergrund von irgendjemandem die ganze Zeit abgeschossen. Das ist nervig. Und da muss nicht sein. Was? Da waren schnelle. Da ist doch noch einer. Usan, was zum Teufel? Bams. Meine Güte, wie weit ist denn der geflogen? Alter, warum hält der so viel aus? Nein. Boah, diesen Angriff, ne, den kann ich nie zum Einsatz bringen, so anständig. Der steht jetzt bloß auf hier. Da guckt sich da an. Du bleibst mal da in der Ecke, damit ich dich zerstören kann. Alter. So, meine Güte. Und dann du auch noch, ne? Fahr weg. Oh, da war, glaube ich, ein bisschen laut. Entschuldigung. Barrieren, Schalltafel 4 und neue Waffe, gut. Wahrscheinlich die für Busson und Yoshitsune bekommt seine als letztes, ne? Ja, Gatta bekommt natürlich als letztes. Schwert von Susano, okay. Das kenne ich. So, ich habe wieder eine Amerikaner-Essenz bekommen, das ist gut.
So, wie übermächtig ist das denn? Ach, ich muss ja noch Shizukas aufleveln. Ich muss mal ausrüsten. So. Gucken wir mal. Okay, cool. Okay, du hast dieses Ding nur mit Bewegung. Und das Ding auch mit Bewegung. Okay, das ist irgendwie viel besser. Weißt du noch, was für einen Wellenangriff du hast? Man kann fliegen. Was so? So, die Frage ist jetzt, was für zwei Top ich jetzt nehme. Weil die möchte ich doch schon behalten. Wahrscheinlich die, ne? Ja, diesen Angriff. Ich weiß noch nicht, was für ein Wellenangriff das Ding nochmal hat. Ja, das. Die zielsuchenden Schriftzeichen. So, jetzt muss ich eigentlich hier runter. Bah. Das ist aber eine geile Fähigkeit. Wie sieht die denn in den Sprung aus? Ja, er wird in seine Dings angeworfen. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Was? Was war das? Das ist auch von ihm gekommen. Okay, cool. Okay, der schießt irgendwann in der Luft, das ist geil. Wo der Laserstrahl so am Boden auch nicht schlecht ist. Susano Laser. Sehr schön. Wenigstens sind die letzten Waffen auch ein bisschen gut. Die vom Benke finde ich jetzt nicht so gut. Weil den Fink-Angriff nicht aufladen kannst, aber der Rest der restlichen Waffen waren gut. So, ich weiß nicht, ob ich schon gespeichert habe. Nee, ne? Also speichere ich. Bin nur für Yoshizune. Die bekommt er jetzt noch wahrscheinlich. Hoffentlich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kann da zweimal AP aufleveln. Fällt mir gerade ein. Da tue ich mir für einen Bosskampf oder so aufbewahren. Bams. Das ist doch mal geil. So, ich glaube, die letzte Steintafel habe ich jetzt gefunden. Dann mal los. Setzen wir ein gutes Stück auch mal ein. Warte mal, drüber langsam aufladen hier. Der Wellenangriff fällt mir auf. Oh, da ist richtig nett. Speichern wir mal hier, weil man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, was alles noch geschehen. Da kommt noch eine Krabbe oder zwei. Zwei ganze Krabben. Boah, das wird ein Fest mal. Was? Ja, kommt ein Hummer. Boah, lecker. Oder ein Riesenhühnchen. Oh Mann, jetzt krieg ich Hunger. Sieht auch geil aus, die Waffe. Ich das jetzt nicht so Schwert nennen würde. Er hat ja alles Schwerter angeblich. Weil würde ich jetzt nicht so sagen. Hat hier nicht. Und dann. So der letzte. Da, ne? So. Die Steintafel ist in der Gerät verschwunden. Der Gerät, der wird nie müde. Der Gerät schwitzt nie und die Barriere wurde zerstört. So, ich nehme an, wir sind dann hier gleich raus.
Ja, wenn ihr ich euch eher gesehen hätte, dann hätte ich den ja gemacht. Supasch. Ja, da sind nicht viele verschwunden, schade. So, deine Rüstung muss ich schon wieder kaputt machen. Bams. Matcha. Wie noch so ein fetter. So, komm her. Und der andere auch. Und der andere. Dösch. Döff. Ma. Warte doch. Danke. Sehr schön. Bams. 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 Ja, ich glaube, Shizukas Waffe kann ich gleich auch ballern. Ich bin Benkei, ich mache alles platt. Oh, 40.000, Bams, komm her. Ja, hoffentlich wird die stärker. Bitte, 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 so 150. Yay, cool. So, und Benkei, der braucht wahrscheinlich wieder voll viel, Busson, meine ich. Ja. Aber deswegen sind die nicht weit, ist klar. Also ich greife mit so einer neuen Waffe an. Und denk mir, warum verrecken die nicht? Ja, passiert hier irgendwas? Jetzt sieht jetzt schon wieder so aus. Oh, ein Speicherpunkt, cool. Was? Das ist eine Sackgasse. Ja, da ist eine Tür, glaube ich, ne? Da kommt wahrscheinlich unser Boss für dieses Gebiet, ne? Jetzt haben schon wieder auf den anderen. Verdammt! Wollen wir mal sehen. Wahrscheinlich diese Oma, ne? Die ist die einzige, die noch übrig ist. Und der eine, dieser Anführer-Typ da. Der ganze Boss von den Vereinen. Ich nehme an, wir kämpfen jetzt gegen die Oma, ne? Sieht ganz schön aus. Oder gegen ganz viele Minions, okay. Oder auch nicht. Haltet doch nicht hier eure veralteten Waffen raus, ey. Ihr habt doch neue Sachen. Oh. お前が共守か。なぜ、将軍などに手を出した。我らが魔将軍を手にした理由はただ一つ。源氏を根絶やしにし、兵士を復興するため。一門を化け物に変えてまで何が不幸だ。長子。姿など関係ない。それにうぬらとて。 人外の力があってこそここまで来られたのである。違います。力を得るために心を震わせ魔物とか、魔将軍などと一緒にしないでください。所詮は同じ子。まあ良い。戦いが全てを決めてくれる。いいぞ。尋常に勝負。 Okay, dann rufen wir deine anderen Leute zurück. Das könnte ja ziemlich nervig werden. Oh Gott. Ja. Also der Kampf hat noch nicht mal begonnen. Ich bin schon fast tot. Ich glaube, das ist die einzige Schwierigkeit hier. Dass hier ganz viele Leute sind nur. Verpisst euch. Hilfe. Wie, du bist ein noch größerer Trampel als Benkei. Willkommen. Ja, da bestimmt noch eine zweite Form oder so. Der ist zu viel, so einfach. Guck mal, wie ich den auf dem Maul, aufs Maul gebe. Okay, der gibt mir auch voll aufs Maul, aber. Los, meine Buchstaben tötet. Ja, super. Ich kann sogar bei dem machen. Geil.
Und da kommen natürlich neue. Tja, ja. Dann komm mal her. Bands, Bands. Sehr schön. Aber der ist bis jetzt noch nicht schwer. Kann ich Susannes Schwert einsetzen? Also Susanno. Weil ich, ja. Aua. Weil irgendwie noch gar keinen Schaden macht. Und der kommt einfach dadurch. Von wem sollte ich hier vielleicht mal AP aufballern? Von Yoshitsune, ne? Ne, er hat schon so viel. Mann! Busan hat noch viel AP. Okay, dann Benke eben. Vielleicht du bist schon stark und groß und ja, aber hier noch mehr. Ja, du bist doch falsche. Du bist nicht so groß und fett wie der eine. Bams, aua, trotzdem getroffen. Ha, was macht er jetzt? Hör mal auf, sonst tue ich meinen Fuß gleich hinterher werfen. Das kann ich, ja. Und jetzt genauso. Er ist voll der Benkei von der Armee. Er ist einfach groß und trampelig. Guck mal, wie ich den ja wegmache. Exa. Ja, Benkei ist schon ein bisschen überpowered, ne? Würde ich sagen. Aua. Kannst du es wagen? Oh, hi, was willst du denn damit? Pff. Wieder X, ja. Und zack. Weg bist du. Bums. Okay, jetzt wird's knapp. Hey, was mache ich mit dem hier? Verdammt. Boah, ich verreck hier wieder. Wer hat denn hier Busan? Genau, Busan. Busan. Ich wollte ja auch noch aufballern. Hier. Das ist ein paar AP verloren. Nein. Boah, war jetzt kein Scheiß. Ha, sehr schön. Da warst du aber nie im Leben. Da sag ich doch. Jetzt macht er uns platt. Genau. Genau, kämpfen mit Anker, ey. Was da auch ein Knall. Ja, aber würde ich sagen, draufgehen werden wir erst im nächsten Part von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.